Hey Danny. Servus. Und was machst du so? Ich stell gerade das Licht ein hier für die News nachher. Ach so, hier apropos, bald ist das Star Wars, ne? Hm? Und ich habe da eine richtig gute Idee. Und zwar, wir können auch so Filmlisten machen. Listen? Ja, also so unser Lieblings-Star Wars-Film zum Beispiel. Ja, aber da habe ich keinen, also. Was? Es ist wohl eindeutig Episode 5. Wieso? Naja, du hast den AT-AT-Kampf, du hast den Twist, da ist wirklich alles drin, was es braucht, um einen guten Film zu haben. Ah ja, würde ich, also ich habe da keinen Favoriten, ich weiß nicht. Ja, wie kann man sich da nicht festlegen? Also ich finde, wir sollten es machen. Wir reden da später nochmal drüber. Wie später? Nein, Mann, wir diskutieren es jetzt. Episode 5 ist geil, der Rest ist einfach scheiße. Kapierst du endlich? Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ernsthaft? Wenn ihr kurz aufhören würdet. Okay, wir gehen mal auf. Okay. Eine Nachricht. Kevin, Danny, ich spüre, die Macht ist groß in euch. Lasst euch von ihr leiten. Ihr müsst den Menschen da draußen berichten, wie ihr den neuen Star Wars Film findet. Viel Glück und möge die Macht mit euch sein. Ach, und viel Spaß bei Cinebits. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cinebits Star Wars Special. Was sind denn heute die Themen, Kevin? Star Wars. Star Wars. Star Wars. Okay, wir machen aber vorher noch die News. Star dann, okay? Wars. Star Wars. Okay, Star dann Wars. Sag mal viel Spaß. Star Wars. Viel Spaß. Endlich ist es soweit. Diese Woche ist die Macht erwacht. Ich begrüße euch zu den News von der dunklen Seite. Aber wie ich sehe, haben wir diese Woche andere News. Jetzt geht es endlich mal wieder um Harry Potter. Da ist nämlich jetzt der neue Trailer zu Fantastic Beasts and Where to Find Them aufgetaucht. Wir haben euch ja bereits berichtet, dass es 70 Jahre vor den eigentlichen Filmen spielen soll. Und dabei geht es um Newt Scamander, den Zoologen, der in einem magischen Aktenkoffer jede Menge fabelhafte Tierwesen aufbewahrt und damit in New York für ordentlich Furore sorgt. Zu sehen gibt es das Ganze dann ab November 2016 endlich in den Kinos. Von Star Wars geht es jetzt zu Star Trek. Da ist nämlich jetzt diese Woche das erste Bildmaterial zum neuen Streifen Star Trek Beyond aufgetaucht. Natürlich sind Kirk, Spock und auch Uhura in gleicher Besetzung wieder von der Partie. Und es gibt aber auch tatsächlich neue Gesichter. Das Ganze wird es dann ab dem 21. Juli 2016 in den Kinos zu sehen geben. Wer liebt nicht das Eichhörnchen Scratch aus Ice Age? Diese Woche ist endlich der erste Trailer zum fünften Teil erschienen. Diesmal wird er Kollision voraus heißen und im Weltall spielen. Natürlich sind Sid, Manny und auch Diego wieder von der Partie. Aber was das Ganze dann wirklich mit der Eiszeit zu tun hat, das wissen wir noch nicht so genau, denn es spielt im Weltall.
Die Hunger Games Saga hat ja vor nicht allzu langer Zeit ihr Ende gefunden. Jetzt ist allerdings schon wieder im Gespräch, ein Prequel zu produzieren. Jennifer Lawrence ist darauf aber nicht gerade erpicht und hat auch gesagt, man solle doch bitte die Filme einfach ruhen lassen und dass sie in einem möglichen Prequel auf gar keinen Fall dabei ist. Und ohne die Lawrence hat das Ganze ja wohl gar keinen Sinn. Natürlich redet momentan alles über Star Wars, aber demnächst wird es einen weiteren Blockbuster geben, nämlich Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Die ersten glücklichen Menschen durften diesen Film jetzt auch schon bewundern und sie sagen, er sei großartig, er sei ein Meisterwerk der alten Schule und ein Tarantino-Kracher durch und durch. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und wir freuen uns auch auf den 28. Januar, wenn wir ihn endlich in den Kinos sehen dürfen. Anscheinend ist ein neuer Film mit Scarlett Johansson geplant. Sie steht nämlich jetzt wohl in den finalen Verhandlungen zu der Hauptrolle in Move That Baby. Diese Woche hat es dieser Film nämlich auf die Blacklist geschafft. Das ist eine Liste mit den erfolgreichsten, aber noch nicht produzierten Drehbüchern. Wir würden es der Johansson auf jeden Fall gönnen und freuen uns auf einen weiteren bezaubernden Film mit ihr. Fum, fum. Ja. Ey, Star Trek, Star Wars, das Sci-Fi-Genre lebt auf jeden Fall wieder. Stimmt. Ja, stimmst du mir zu? Hast du den Trailer überhaupt gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, habe ich dir vorhin schon mal gesagt. Ja, tut mir leid, ich wollte dich auch ein bisschen ins offene Messer laufen lassen heute. Aber ich kann dir sagen, er ist sehr, sehr actionlastig und erinnert sehr stark an Fast and the Furious. Ja, lustigerweise habe ich aber schon ein Reaktionsvideo von Simon Pegg darauf gesehen, der beim neuen Film das Drehbuch mitschreibt. Und der fand das wohl nicht so geil. Der hat irgendwie gemeint, ja, da hat das Marketing-Team hat versucht, den Film möglichst einem großen Publikum zu verkaufen, aber der Film beinhaltet natürlich viel mehr als diese Action-Sachen, die da gezeigt werden. Ja, was will er auch sagen? Das halbe Inhalt richtet sich gerade über den Trailer auf. Kann ich sagen, ja, ich stehe vor Ja, aber ich glaube schon, dass es auch seine Meinung ist. Der ist ja bekannt als super krasser Sci-Fi-Nerd. Ja, das stimmt. Und ich glaube, der hat schon ein gewisses Gefühl dafür und... Wie gesagt, das ist auch sein Drehbuch, was sie da so ein bisschen verzerren. Deswegen kann ich das schon verstehen. Ja, vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht wünschen sie sich auch irgendwann hier J.J. Abrams zurück. Der ist jetzt ins feindliche Lager gewechselt, quasi zu Star Wars. Und hat einen neuen Star Wars-Film gemacht, über den es heute hier geht. Überraschung. Auch das stimmt. Ja. Ich weiß, heute bin ich Star Wars. Ja, wie? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie es da überhaupt dazu gekommen ist, dass J.J. Abrams das jetzt macht? Also. Du. Ich? Ja, ich denke mal, der hat irgendwie so gesagt. Also man weiß ja, er ist ein Star Wars-Nerd und hat ja auch immer gesagt, er ist eher Star Wars als Star Trek. Und der hat ja auch hier, glaube ich, der sollte ja den dritten machen, Star Trek. Und den hat er ja sausen lassen für Star Wars quasi. Ja. Ich glaube einfach, er hat mehr Bock drauf. So simpel ist es, glaube ich. Ja, aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass er das nur machen kann, weil Disney ja die Rechte von George Lucas gekauft hat. Ja, natürlich. Das für eine kleine Summe von 4 Milliarden US-Dollar. Sonst hätten wir da wieder Georgie sitzen und überprüfen. Ich glaube, der hätte keinen mehr gemacht nach dem ganzen... Ja. Beef, den er gekriegt hat für die neue Trilogie. Hey, und von dem hätte ich mir auch keinen mehr gewünscht. Also. Ich auch. Der war so ein bisschen resigniert, habe ich das Gefühl. Ja, Gott sei Dank. Ja, zum Glück. Stell dir mal vor, Episode 14 von George Lucas. Noch mehr CGI-Scheiß. Und noch mehr Politik. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Star Wars. Ne? Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu einer Rezension. Und da hast du ja so ein kleines... nettes Filmchen zusammengeschnippelt. Ja, ob es nett ist und schön, weiß ich nicht. Es ist wunderschön, das gucken wir uns jetzt nämlich an. Mats ab. Es gibt ein Erwachen. Spürst du es? Und wie verdammt nochmal wir es gespürt haben. Star Wars kehrt nach über 10 langen Jahren der Kinoabstinenz endlich zurück auf die große Leinwand. Der Hype darum ist natürlich gigantisch und die Fragen der Fans vielzählig. Doch Regisseur J.J. Abrams schwieg tapfer und machte so die Story rund um den Sternenkrieg zu einem wahren Staatsgeheimnis. Klar ist jedoch bisher, dass der galaktische Konflikt nicht mit der fulminanten Zerstörung des zweiten Todessterns in Episode 6 beendet würde und die tapferen Rebellen sich noch immer im blutigen Krieg mit dem autoritären Imperium befinden. Es braucht also erneut altbekannte sowie neue Helden, die sich tapfer der Herausforderung stellen, die Galaxie vor der wieder umgreifenden Dunkelheit zu schützen. Ein Ereignis, auf das Millionen von Star Wars-Anhängern weltweit spätestens seit dem Rechtekauf durch Disney warten. Und nun ist es tatsächlich soweit. Ein Stück Kindheit kehrt zurück in die Kinos und wir hoffen, dass am Ende die Macht mit diesem Film ist und das Comeback des Franchise gelingt. All das gibt es.
die Macht. Sie ruft nach dir. Lass es einfach zu. Ja, wie gesagt, wunderschön. Danke. Star Wars. Ein Stück Kindheit kehrt zurück. Hat man mal rausgehört, dass es mir im Herzen liegt? Ja, ein bisschen, doch, ne? Doch ein bisschen, ja. Sehr gut, das sollte auch so sein. So, jetzt versuchen wir mal darüber zu reden, ohne großartig irgendwas zu spoilern. Ja, am besten gar nichts. Ja, und später werden wir dann nochmal im Detail darüber diskutieren und dann müssen wir halt auf ein paar Sachen eingehen. Es gibt so ein paar Punkte, da kann man einfach nicht ohne Vorlage drüber reden. Aber das werden wir dann kennzeichnen mit einem Spoiler-Button oder sowas. Ach, ne? Genau. Jedenfalls, Star Wars, wir waren da am Donnerstag drin. Was ist denn so dein Eindruck gewesen? Enttäuschung, oder? Pure Enttäuschung. Hm. Nee, Quatsch. Star Wars ist zurück, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich, kann man ganz klar sagen. Star Wars fühlt sich wieder an wie Star Wars. Und es war einfach ein episches Erlebnis. Wir waren ja mit einer großen Gruppe da und haben irgendwie, was weiß ich, 11 Leute waren wir, glaube ich. Und ich glaube, alle waren danach, als dann die Credits kamen, sowas von geflasht. Und wir saßen erst noch da und haben gesagt, so, Mensch, ist einfach nur geil gewesen. Ja. Ja. Ich glaube, im Vorfeld hatte fast jeder irgendwie Bedenken, dass es, man hätte viel versauen können. Es hätte natürlich nicht viel schlechter sein können als die neue Trilogie. Ja, aber das ist ja auch nicht der Maßstab. Nee, eben, das kann nicht der Maßstab sein. Und das, was wir aber gesehen haben, hat sich wirklich wieder wie die alte Trilogie angefühlt. Und das ist auch einer meiner sehr großen Pluspunkte, dass ich finde, dass sie es geschafft haben, die Atmosphäre und auch die ganze visuelle Stilistik in eine moderne Variante zu überführen, ohne dass die den alten Stil quasi überworfen haben. Also es gibt zum Beispiel so Szenen, wo die in den Cockpits sitzen von den X-Wings oder TIE Fighter auch, das ist klassische TIE Fighter Perspektive, auch, genau, diese Perspektiven. Oder diese Wisch-Effekte, also diese Wipe-Transitions, die sie machen, die auch die antik wirken könnten, aber die haben sie trotzdem so eingebaut, dass es alles trotzdem noch stimmig ist und zu Star Wars halt passt. Ne? Genau, ist einfach clever eingebaut und da sieht man schon das Fingerspitzengefühl, was J.J. Abrams und Co. da hatten, weil in der alten Trilogie, also in der neuen Trilogie, Episode 1 bis 3, hast du diese Wischeffekte auch gehabt, aber die waren einfach so überall, also jede Szene mit Wischeffekt und so, und hier wird es halt punktuiert eingesetzt, sodass es nicht aufwendig wirkt, sondern es hat einfach stimmig gewirkt und war ein richtiger Oldschool-Blockbuster im neuen Gewand, so ein bisschen. Und von der Geschichte her, die war halt auch wieder ein bisschen geerdeter, fand ich. Mhm. Ne, ein bisschen charakterfokussierter und nicht eben so diese Bürokratisierung und dieses Gelaber, Republik, bla 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 in der neuen Trilogie. Ne, das kam alles nicht vor, sondern es ging wieder um wenige Leute und wirklich sehr einfach charakterfokussiert halt. Genau, die haben es runtergedampft auf wieder das klassische Gut-gegen-Böse-Prinzip ohne große Erklärung. Es gibt halt die zwei Seiten und die kämpfen gegeneinander und da braucht es halt auch nicht dieses ewige Senat-Geschwafel. Und eben back to the roots auch in dem Punkt. Ist genauso wie mit der Macht. Ich finde, die haben das jetzt so gemacht, dass es wieder ein bisschen magischer, ein bisschen märchenhafter wirkt und wieder diesen Zauber hat aus der alten Trilogie, was in der neuen Trilogie, als sie angefangen haben, das so zu verwissenschaftlichen mit der Konzentration an Midi-Chlorianer oder irgendwas, das haben die jetzt wieder wirklich auf einen Stand gebracht, wo ich sage, das wirkt wieder, das ist für mich Star Wars Kino. Ja, und gerne mehr davon. Das ist, glaube ich, das, was man rausziehen kann. Ja, es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Da muss man natürlich sagen, mich hat der Film voll abgeholt und diese Sachen, das sind halt nur wirklich nur so Meckern auf hohem Niveau oder so Randdetails, an denen kann man sich aufhängen und die hätte ich vielleicht einem anderen Film auch nicht so leicht verziehen. Aber hier ging es einfach darum, da kam noch dieser Nostalgie-Effekt dazu und alles Mögliche. Den hast du immer, aber der kann auch in die andere Richtung gehen. Du kannst auch sagen, okay, ich bin großer Fan von der Reihe und deswegen kritisiere ich noch, also bin ich noch strenger vielleicht, das gibt es vielleicht auch. Aber ich würde auch nochmal sagen, mich hat der Film total abgeholt, also von vorne bis hinten. Altes Feeling, ich habe mich teilweise echt wie ein Kind gefühlt. Ich habe mich echt dabei erwischt, so, ich saß im Kinosessel und wer mich kennt, ich bin so ruhig im Kino. Ich sage kein Wort, weil ich will das genießen und ich war das auch für den anderen. Aber in dem Film war es wirklich so, ich konnte gar nicht anders. Manchmal so staunen. Und auch das habe ich dann auch irgendwie so, so. Ja, und dann habe ich gedacht, was geht mit mir? Normal kenne ich das gar nicht. Wie so ein kindliches Gefühl auch ein bisschen, es war einfach nur. Ja, genau. Super. Deswegen diese wenigen Kritikpunkte, die beziehen sich auch eher auf den Subplot. Ja.
den es da gibt, oder auf zum Beispiel einige Nebencharaktere wurden eingeführt, aber relativ kurz nur und dann auch relativ verbraten, würde ich fast sagen. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ansonsten ist es aber ein Filmerlebnis, das sich jeder gönnen sollte. Auf und jeden Fall. Wahrscheinlich sicherlich auch jeder macht. Ja, glaube ich auch. Und deswegen Star Wars. Absolute Empfehlung. Also es ist muss man, glaube ich, auch gar nicht mehr empfehlen. Eben, man muss gar nicht mehr viel drüber sagen. Und bevor wir jetzt nochmal direkt wirklich in die Details gehen, gucken wir uns jetzt mal einen kurzen Ausschnitt an von einem Interview, das wir mit dem Synchronsprecher von Luke Skywalker, nämlich Georg Pantschak, geführt haben. Ja. Wir trafen uns mit Hans-Georg Pantschak, dem Synchronsprecher von unter anderem Wayland Smithers, Glenn Quagmire oder auch einem gewissen Luke Skywalker. Wir stellten ihn einige Fragen zu seiner Arbeit als Synchronsprecher und natürlich auch zu Star Wars. Hier seht ihr nun einen kurzen Ausschnitt. Sind Sie selbst Star Wars-Fan? Fan, ja, im Sinne von, dass ich einfach, wenn ich ins Kino gehe, bin ich Kind und gucke und kriege auch nie mit, welche Kollegen da synchronisieren. Es geht bis dahin, dass meine Frau, mein Sohn hat zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, der hat den Theo James gesprochen in Die Bestimmung, ist ja auch kein schlechter Film, mit Kate Winslet. Und irgendwie, ich kannte ihn, weil er zum Beispiel auch den Kyle in South Park spricht. Und vorhin, mein Gott, Sie haben Kenny getötet! Und dann ist es halt, so habe ich ihn im Ohr. Er lebt in Berlin, wir leben in Bayern, wir sehen uns regelmäßig. Aber ich kenne ihn beruflich eigentlich nur aus der Ecke so. Und dann sitze ich im Kino neben meiner Frau und irgendwo in der Mitte des Films sage ich so, sag mal, wann kommt denn der Janni jetzt endlich? Und dann sagte sie, das ist der Janni, die ganze Zeit, die Hauptrolle, das ist der Janni. Ich habe meinen Sohn nicht erkannt. Und so geht mir das also mit den Kollegen auch ständig. Also ich gehe rein, gucke ganz naiv und Star Wars habe ich damals natürlich mir angeguckt und war hellauf begeistert von diesen Bildern. Die waren ja damals ganz neu, es gab ja noch keine Special Effects wie bei Gravity oder so. Und dafür war das einfach genial, wenn dieser Schriftzug da kommt und dann kommt dieses riesen imperiale Kreuzschiff. Erst kommen wir ja. Wir kommen ja zuerst. Wir schießen ja rot zurück. Genau, die schießen ja grün hinter uns her, ganz böse. Weil wie auch immer, also ich bin ja noch nicht auf dem Schiff, da ist ja erst Leia noch drauf. Aber das war schon sehr beeindruckend. Und das, was ich jetzt so gehört habe über den 7. Teil, muss das wohl in dieser Kontinuität von J.J. Abrams wohl auch weiter gedacht und produziert worden sein. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Werden Sie öfter als Wayland Smithers oder als Luke Skywalker erkannt? Habe ich schon mal in irgendwelchen Interviews gesagt, als Wayland Smithers sprechen mich Leute an. Auf den Luke spricht mich so gut wie keiner an. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht, weil die Simpsons wirklich tagtäglich kommen. Aber ich bin ja, ich hab's auch, ich wiederhole mich jetzt natürlich, als Smithers habe ich wirklich, wenn wir so 13 Folgen Simpsons aufgenommen werden, dann kriege ich irgendwie eine Woche vorher den genauen Termin. Dadurch, dass es diese Rolle so regelmäßig durchläuft, weiß ich immer schon, es gibt Blöcke jetzt irgendwann wieder im Dezember. Dann heißt es zwischen dem 13. und dem 25. nehmen wir wieder 13 Folgen auf. Und du bist mit 4 Takes dabei. Sag mir einfach, wann du in München bist und dann schieben wir die irgendwie dazwischen. So machen wir das oft mit der Franziska Striebeck, unserer Aufnahmeleiterin. Und dann spreche ich 4 Takes in 13 Folgen. Das heißt also in jeder, jetzt kann man ja mathematisch aussehen, in jeder dritten, 3, wievielten Folge spreche ich also einen Satz oder 3 oder 5. Und dann kommen die Leute und sagen Sie mal, ich kenne Ihre Stimme. Sind Sie nicht der Wayland Smithers? Und dann stehe ich und sage, wie können die Leute das? Ich verstehe es nicht. Läuft ja tatsächlich 5 Tage die Woche immer Doppelfolge. Aber von der Stimme. Wenn die jetzt sagen würden, okay, ich habe früher mal als Schauspieler Derek, was heißt früher, also viele Filme gedreht, dass sie sagen, ich wusste, sie sind, ich kenne sie noch vom Derek und ich habe ja irgendwo gelesen, sie sind auch der Sprecher. Das würde ich verstehen. Ja. Aber nur zu sagen, ihre Stimme kommt mir bekannt vor und dann eben auf den zu kommen, das ist mir ein Rätsel. Ja, das war das. Ein kurzes Stück von dem Interview. Das gesamte Interview werden wir nochmal auf unseren YouTube-Kanal laden. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was er so zu erzählen hatte. Ja, fand ich auch. Auch ein cooler Typ, muss man echt dazu sagen. Ja, das ist tatsächlich. So, und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Endlich. Wir werden jetzt ein paar Sachen wahrscheinlich spoilern, also nicht alles. Also wir werden die größten Spoiler schon versuchen zu vermeiden. Ja, aber für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, also
Ja. Wahrscheinlich bedenklich, jetzt dran zu bleiben. Es hängt bei dem Film viel davon ab, wie viel man weiß. Und deswegen würde ich sagen, schau doch später nochmal rein und überprüft, ob ihr dieselbe Meinung wie wir jetzt haben. Aber am ersten abschalten, glaube ich. Erstmal abschalten. Aber später wieder einschalten. Genau. So, und jetzt geht's los mit der Spoiler-Diskussion in 5, 4, 3, 2, 1. Und los. Okay. So. Also nochmal, wir haben ja eben schon über die ganzen positiven Sachen gesprochen. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal ein bisschen mehr auf die Kritik konzentrieren. Genau, aber nochmal an der Stelle, der Film ist super und was wir jetzt sagen, mag vielleicht negativ klingen, aber es ist einfach ein Film, der spitze ist, aber es gibt natürlich immer Luft nach oben und die paar Punkte sprechen wir vielleicht so ein bisschen an. Ja, also ich fand zum einen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das sind so Dinge, die ich vielleicht anderen Filmen weniger so verziehen hätte. Also zum einen kann man halt sagen, die Story ist so ein bisschen ein Wiederaufkurs von Krieg der Sterne. Mhm. Ist ja tatsächlich so. Es gibt wieder eine Art Todesstern, bisschen in einer anderen Form. Und das kann man kritisieren, muss man nicht. Was mich ein bisschen daran gestört hat, ist, wie es zur Auflösung kam. Also das hat ein bisschen so gewirkt, das war mir ein bisschen zu einfach. Die haben irgendwann diesen Plan geschmiedet, ja, wir müssen das Ding zerstören, weil es bedroht uns. Ne? Ja, das ist ja ähnlich wie beim Todesstern. Ja. Und dann hat es ein bisschen so auf mich gewirkt, als hätten die sich kurz vorher Krieg der Sterne angeguckt. Und dann kam der eine Typ, der Sturmtruppler, und hat gesagt, ja gut, dann müssen wir hier den Generator zerstören, dann gehen wir da und dahin. Und die alle so, ja okay, machen wir das so, dann fliegen wir los. So. In einer halben Stunde ist das erledigt. So. Und das fand ich ein bisschen... Ja, es wird, schon ein, bisschen, es wird schon ein bisschen konstruiert auf jeden Fall. Aber das ist, ich meine, die Rahmenhandlung hat halt nicht so einen großen Stellenwert bei dem Film, weil er ist halt sehr charakterfokussiert und das ist halt der Part, der funktioniert. Also die Schauspieler funktionieren miteinander und die sind perfekt gecastet. Und ich habe richtig Lust drauf, den jetzt noch 3 Episoden zuzugucken. Aber natürlich, wenn man es jetzt streng nimmt, dann muss man dir da natürlich auch ein bisschen zustimmen. Es ist schon naiv zu sagen, okay, wir machen jetzt ein quasi Remake, wenn man es ganz böse sagen will, von Episode 4. Das ist halt vielleicht auch das ist halt nicht so mutig, aber es ist auch, die waren vielleicht auch so ein bisschen auf Sicherheit bedacht, dass sie gesagt haben, ja gut, was können wir machen, damit der Film auf jeden Fall nicht floppt, dann nehmen wir schon mal was funktioniert hat, und versuchen das ein bisschen umzumodeln. Und das ging mir aber nicht weit genug. Die hätten sich schon irgendwie, finde ich, was anderes ausdenken können und das vor allem ein bisschen besser auflösen können. Also ich fand es halt auch im Vergleich zu Krieg der Sterne war es am Ende, wie die das Problem gelöst haben, ein bisschen zu simpel. Mhm. Das war ja bei Krieg der Sterne war es ja so, dass da dieser kleine Schacht war und dass Luke dazu die Macht gebraucht hat, um das wirklich zu schaffen. Und dass das alles so kumuliert in diesem Moment, das gab es hier nicht. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das ist eher nur so ein Nebenschauplatz gewesen, weil sich es ja mehr auf die Haupthandlung und die neuen Figuren konzentriert. Genau, und deswegen, man kann sich darauf aufhängen quasi, aber muss man macht's nicht. Man muss ehrlich sagen, man macht's nicht. Wenn man so jetzt drüber redet, dann ist es relativ eindeutig. Aber wenn man den Film schaut, dann ist es irgendwie so nebensächlich, dass du es gar nicht so richtig wahrnimmst. Du nimmst halt, klar, es gibt wieder diese Superwaffe und die ist bedrohlich, aber du nimmst das eben so an als Bedrohung und hinterfragst es jetzt nicht so krass, wie wir es jetzt vielleicht in Reflexion am Ende machen. Aber im Film selbst hat mich das gar nicht so gestört. Und ich fand es auch eher ein Remake von Episode 6 eigentlich, weil es gibt ja auch diesen Bodentrupp, der quasi dieses Schutzschild ausschalten muss. Ähnlich wie auf Endor eben. Und du hast schon recht, das ist schon ein bisschen simpel gelöst. Und ich sag auch, die Endschlacht ist, finde ich, eh ein Kritikpunkt, weil die kommt relativ zu kurz, also die ist auch nicht so lange und das geht relativ schnell vorbei und man hat nicht so viele Einblicke wie in den alten Teilen. Aber ich nehme das einfach mal an, dass die jetzt noch nicht alles verpulvern wollten im ersten Film und da eben auch noch Steigerungspotenzial sich bewusst, glaube ich, eingespart haben. Mir hätte es schon gereicht, es fängt ja auch so ähnlich an, wie kriegt der Sterne, dass so ein Druide eine Mission hat, ne? Ja. Und wird dann von der neuen Hauptdarstellerin quasi gefunden. Und das fand ich eigentlich ganz nett, dass man die so quasi parallel starten lässt. Und dann hätte ich aber diese ganze Trotzstern-Sache nicht mehr unbedingt gebraucht. Ja, aber gut, ey, wie gesagt, so viel dazu. Ja, ey, das ist echt, das wurde ja auch im Internet schon tot diskutiert, finde ich ein bisschen. Und wie gesagt, das ist kein super krasser Negativpunkt, der dich irgendwie rausreißt oder so. Ja. Und dann zu Kylo Ren. Das ist ja der neue Bösewicht. Von dem ich ja Fan bin, du nicht so. Da dividiert unsere Meinung so ein bisschen. Aber erzähl erstmal du, was du so denkst. Ja, genau. Was mich da so ein bisschen gestört hat, ist, dass der kam aus meiner Sicht ein bisschen halb ernst rüber. Weil es gab so ein paar Szenen, da rastet er so ein bisschen aus und zerschlägt da mit seinem Lichtschwert da in der Raumstation so ein paar Geräte und sowas. Und so, diese Szenen sind zum Teil so ein bisschen in Comic Relief gehüllt.
Da sind zum Beispiel zwei Sturmtruppler, die kriegen das dann mit und dann drehen sie wieder um. Ich fand ja, er ruft ja sogar nach den Wachen. Und dann kommt die Ecke, genau, sehen, dass er ausrastet und dann gehen ich sie meine, zurück. Ich fand das ganz witzig, aber ich finde es ein bisschen, ich fand das ein bisschen deplatziert. Diesen Comic Relief, den können sie machen und das wird auch bei vielen Blockbustern so gemacht, dass sich das durch den ganzen Film zieht. Aber ich finde, bei dem Bösewicht sollte man das einfach unterlassen. Das hat früher bei Darth Vader hat man das auch nicht gemacht. Ja, weißt du? Ja, auf und jeden Fall. Dadurch, es nimmt den halt so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit und Bedrohlichkeit. Und das fand ich ein bisschen schade. Also. Ja, generell, er ist halt auch noch nicht so, also man hat es nicht, man hat schon Respekt vor ihm, weil er ist sehr mächtig, er hat auch eine neue Machtfähigkeit und kann so Sachen einfrieren quasi, was ich sehr beeindruckend fand, das wollte ich nur an der Stelle nochmal sagen, also so Blasterschlüsse, also die bleiben in der Luft dann stehen, also ziemlich cool fand, aber so generell, ich fand auch diese Ausraster, ich glaube, die sollten wirklich bedrohlich wirken, aber ich fand es echt fast ein bisschen, weißt du, er kriegt eine schlechte Nachricht und rastet erstmal aus und zerschlägt alles, ja. Das hat auch schon so was Comedy-haftes. Ja, ich fand ihn einfach ein bisschen nicht überzeugend genug. Ja, in dem Punkt stimme ich dir zu, aber ich finde, die Figur an sich, die ist ja noch in einem Zwiespalt, also die ist sich noch nicht so bewusst, ob sie jetzt zur hellen Seite kommt. Sie sagt auch so, ich werde von der hellen Seite immer noch so ein bisschen verführt und führe mich zu, praktisch zu Darth Vader. Er ist ja ein bisschen Fanboy von Darth Vader, kann man schon sagen. Er braucht die Maske auch nicht, er hat die halt auch zu Showzwecken so ein bisschen. Ja. Und ich finde den Charakter an sich relativ interessant, weil er eben diesen Zwiespalt hat. Ich finde, er ist noch nicht gut ausgearbeitet und man weiß auch nicht, ob es weiter ausgearbeitet wird, weil es gibt eben eine Szene, wo es schon in eine Richtung tendiert, sage ich mal. Aber ich finde es prinzipiell interessant, dass man eben da so diese Schwarz-Weiß-Zeichnung zwischen Gut und Böse ein bisschen auflösen will und sagt, okay, wir haben hier einen Charakter, der ist so in der Mitte ein bisschen oder weiß noch nicht richtig, wo er sich hingezogen hat. Ja, wobei ich schon finde, dass das am Ende des Films war es dann relativ klar. Ja, meine ich ja. Es gibt schon so Tendenzen dann und deswegen weiß ich auch nicht, ob das noch ausgeführt wird, aber während des Films fand ich schon relativ interessant zu sehen, okay, da gibt es einen, der ist mit seiner Meinung noch nicht so festgefahren. Aber das ging mir allgemein bei ihm nicht weit genug. Also auch dieser Zwiespalt, ich fand der Charakter war einfach insgesamt nicht zu Ende ausgearbeitet. Und das ist so mein Kritikpunkt an der ganzen Sache. Aber wer weiß, es sind ja noch zwei Episoden, vielleicht haben sie es wirklich noch aufgespart. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist so ein bisschen Kritik jetzt unter Vorbehalt, dass manche Figuren halt so ein bisschen verbraten wurden. Zum Beispiel Gwendoline Christie, die spielt da diesen einen Sturmtruppen-Commander und die kommt halt irgendwie in gefühlt zwei Szenen vor. Ne? Also sie ist ja in Episode 9, die ist schon bestätigt dabei. Naja, aber man kriegt halt vom Trailer auch einen anderen Eindruck. Ne, da denkst du, das ist voll der krasse Charakter und dann wird sie das so, da kommt sie in zwei Szenen vor und dann ist sie weg und das ist natürlich, wird die wahrscheinlich in den anderen Filmen vorkommen und das ist jetzt so ein bisschen angeteased, aber es fand ich halt so ein bisschen, ja, dann hätte man sie auch vielleicht weglassen können, also das, ja, ich weiß nicht so richtig, das war nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie. Ja. Ich tue mir ein bisschen schwer zu kritisieren, weil ich war, glaube ich, noch ein bisschen, also ich habe da nicht die analytische Sicht irgendwie, weil ich echt so vom Gesamtprodukt überzeugt war und ich finde es auch nicht so schlimm, dass sie praktisch angeteased wurde. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihren Helm auch nie abgenommen hat und man praktisch noch nicht weiß, wer drunter steckt, obwohl es halt jeder weiß. Ja, das kommt vielleicht dann das auch. Das kommt nicht, sicherlich noch, aber man hätte definitiv. Wäre ein bisschen komisch, wenn da jeder seinen Helm abnimmt, ständig. Dürfen sie ja auch offensichtlich nicht, weil eben. Der eine kriegt ja eine Strafe, weil er es macht. Ne? Ja. Was sagst du so zum Thema Fanservice? Da gab es ja so ein paar Sachen. Ja, ey, das ist ein großes Thema in dem Film. Ja. Und davor hatte ich auch Angst, weil, wenn man das so übertreibt, und es gab es ja bei Star Trek schon so ein paar Sachen, wo man denkt, so, okay, ist echt ein bisschen too much jetzt. Und ich finde es auch in Star Wars, es ist cleverer gemacht, aber ich finde, es ist schon noch so omnipräsent. Fast jeder Spruch hat gefühlt irgendwie so eine Referenz gehabt. Aber ich fand es ganz schön. Ich fand es nicht störend, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die was gegen Fanservice haben, da schon ein Problem mit haben. Aber was ich gut fand, ist, dass sie alte Figuren nicht so eingebunden haben, dass die nur so Cameo-Auftritte hatten. Ja. Weißt du, sondern die wurden, wenn sie vorkamen, wirklich mit in die Story eingebunden. Ja. Und das ist halt eine Sache, die ist da schon mal gut. Das ist nicht Fanservice des Fanservice-Willens, sondern es ist in die Geschichte eingeflechtet. Ja, ich meine, gerade Han Solo ist einfach auch ein zentraler Punkt so ein bisschen. Also das hätte ich hätte selbst nicht erwartet, dass er wirklich so eine wichtige Figur einnimmt. Und es ist einfach schön, den auch wieder zu sehen, weil es auch mein Lieblingscharakter ist. Ich finde, Leia ist noch so ein bisschen blass geblieben, aber es kann ja noch kommen. Weil die ist ja die führt jetzt die Allianz so ein bisschen an, kann man sagen. Und das passt alles. Also wie gesagt, es ist wirklich nicht aufgesetzt, so wie in Star Trek, sondern es ist schön eingefügt. Und teilweise diese 1:1-Szenen, die sie übernommen haben aus der alten Trilogie, es ist schon eine schöne Nostalgie. Also ich mag sowas ja auch. Ja. Ansonsten waren es nur noch Kleinigkeiten. Es gab ein-, zweimal so Expositionsdialoge, die fand ich furchtbar. Zum Beispiel, als ich
Leia und Han Solo getroffen haben, da meinte er so zu ihr, ja, da ging es halt darum, dass sie dem Zuschauer sagen wollen, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann meinte er, ja, du weißt ja, dass ich ja weggegangen bin und so die ganze Zeit. Und so, ja, ja, ich bin jetzt General und sowas. Da haben die das quasi nochmal wie sie in so einem Soap-Dialog quasi aufgelöst, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Das fand ich ein bisschen platt. Ja. Aber wie gesagt, das sind alles nur so Kleinigkeiten. Das meine ich so. Das ist aber generell, es ist halt so, wenn man so ein gutes Produkt hat, dann muss man halt auf so Kleinigkeiten eingehen, weil der Rest halt so stimmig ist. Ja. Wie gesagt, jetzt nochmal zum Ende kann man wirklich sagen, es ist einfach schön, dass es wieder zurück ist und vielleicht die Prequel-Trilogie so ein bisschen vergessen lässt irgendwann. Weil der Schmerz saß schon tief, muss ich sagen. Und deswegen hatte ich auch so Angst vor diesem Film, weil wenn es jetzt nochmal so passiert wäre, dann wäre es halt tot gewesen. Ja. Und zu guter Letzt noch, du hast dich ja so ein bisschen aufgeregt, weil du hast irgendwie so ein paar Kritiken schon gelesen. Ne? Nee, ey, es ist einfach so ein generelles Ding, was mir jetzt bei Star Wars wieder brutal auffällt. Es gibt ja viele positive Kritiken und so. Und es hat nichts damit zu tun, dass es gegen meine Meinung geht, weil jeder darf den Film finden, wie er will. Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen da draußen, die jetzt irgendwie eine Kritik schreiben, das ist auch so eine Haut-drauf-Mentalität im Inhalt generell. Oder, ich bin so edgy, weil ich den Film mit Scheiße finde. Und da gibt es einfach Leute da draußen, die nehmen sich Sachen und suchen wirklich dieses Haar in der Suppe, zum Beispiel das mit der Story, mit diesem, was wir auch schon angesprochen haben. Das ja, die bei uns vielleicht gar nicht so krass ins Gewicht fallen. Genau. Aber genau. Die bei denen dazu reichen, dass sie sagen, der Film ist scheiße. Der Film ist komplett scheiße, weißt du? Und dann lese ich schon den ersten Satz dieser Kritik, der heißt so, ja, ich kam aus dem Kino und wie soll ich es beschreiben? Ich war absolut unterwältigt, weißt du? Und das kann ich den Leuten nicht abnehmen, die in dem Film waren und dann sagen, dass es absolut schlecht war, weil das ist wirklich, es ist einfach nicht absolut schlecht, das ist es nicht. Ja. Und ich will einfach nur mal ein Plädoyer da draußen sagen, man muss nicht immer edgy sein, man kann auch mal mit dem Mainstream schwimmen und sagen, ey, der Film ist halt einfach gut. Ich glaub, hör doch mal auf mit dem Dreck jetzt hier. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Die werden nicht auf dich hören. Die hören auch nicht, hört wahrscheinlich keiner, aber das regt mich einfach nur auf. Und deswegen lese ich mir jetzt auch nichts mehr durch. Wir haben unsere Meinung jetzt gefestigt und der Film ist unserer Meinung nach gut. Und man darf es dann auch schlecht finden, um Gottes Willen. Ich bin nicht gegen Meinungsfreiheit oder so. Aber es ist auch immer so, ich habe halt das Gefühl, da gehen manche Leute rein, ich finde den super scheiße und danach zerfletsche ich den Film. Wegen Sachen, die einfach nicht richtig sind. Aber, aber was willst du machen, ganz ehrlich? Ich reg mich jetzt hier nicht heute reg ich mich nicht auf. Bald Weihnachten. Nee, das sieht man, merkt man. Ja, ich weiß. Ich versuch mich auch zu triggern. Mach mal jetzt Schluss hier. Schluss hier. Wir fanden es jedenfalls super. Super. Ich bin verkauft. Weniger Abstriche und die sind vernachlässigbar. Ja, auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, ich werde den Film auch noch mindestens einmal eben, deswegen, wenn ich mir jetzt überlegen würde, welchen Film aus diesem Jahr würde ich mir jetzt sofort nochmal angucken. Ich sage Star Wars. So. Ich würde es den ganzen Tag gucken, wenn ich genug Zeit und Geld hätte. Ja. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten noch. Ja, genau. Das stimmt, ist ja auch noch. Guten Rutsch. Ja. Und wir kommen dann nächstes Jahr wieder mit einer neuen, frischen Ausgabe von Cinebits. Bis dahin. Tschüss.